So, liebe Leute, herzlich willkommen zum Aufbau von Creator Lego 31, Gnome 97. 3 in 1 Haus. So, und wir werden das jetzt zusammen aufbauen. Mal schauen, wie gut ich da drin bin. Packung kaputt gemacht. Gut. Da will ich es auskriegen. So. Das ist sogar mit Bauanleitung. Cool. Und da ist nur ein Anleitung drin. Das wird sehr interessant. Es sind alle drei Dinge. Tatsächlich alle drei Häuser. Aber jetzt bauen wir ein grosses Haus und es geht los. Tada! 170 Seiten. Und los geht's. Mit dem Haus Nummer 1. So. Nummer 1. Die Verpackung. Ich will jetzt Plastik sparen. Ich bin doch ein Lego-Amateur. Aber ich liebe das. Häuschen bunten. Trotzdem cool. So. Alles cool. Also ich bin schnell Lego-Bauer. Nein, nicht wirklich. Ist noch ganz eckig mit der Sonne im Moment. Scheint so mega flach. So. Jetzt hat er noch eine Lego-Figur gebaut. Ah. Gibt es noch eine Lego-Figur? Cool. Und eine Kappe. Und eine blaue Hose. So. Das ist euer Lego-Figur. Tschüss. So, ich baue da irgendwie weiter. Ich komme ja nie vorwärts. So, und Deck. Ah. Das ist richtig. So. Rädli, jetzt sind wir noch zwei. Ja. Ah, dann gegen Führer und dann kommt einmal auf. Wieso muss er so. Oh, das ist
geblendet. Ah, oh Mann, mich. Es tut mir leid. Sprudeln. Nachher gibt es die Wursthalter. Wurst. Dann noch eine Wurst drin. Cool. Ein Wurstwagen. Gut, erstmal so. Und jetzt komm. So. Ich muss es schnell machen. Das gibt es ja nicht. So. Ich bin glaub blind wie ein Vogel. Blind. Oh ja, kann passieren. Cool, wenn man so. Ist einfach nett, oder? Wenn man so. Ein Würstchen hat sich verfangen. Ein Würstchen. So, und jetzt umdrehen. Dann haben wir so vier Stangen. Ah, dann noch umdrehen. Die geben noch zwei Blümchen drauf. Cool. Und der. Nein, wir müssen natürlich noch wieder auf den Grill tun. So. Auf den Grillwagen. Ah, dann kommt natürlich noch einmal. Wenn ich etwas suche, finde ich es nicht. Einmal Mayo. Und einmal Ketchup. Aber liebe Leute, ich hätte gerne Senf. Zwei Schichten. Mann. So, jetzt ist der ganze Wagen perfekt. So, was meint ihr, kann er stoßen? Und ihr seht mich immer noch. Also, jetzt geht's los mit dem Hütli. Also, so. Ist cool. So. Dann noch ein Bögeli. Dann noch ein. Highspeed-Versager. Highspeed-Versager. Ich hab's schon immer gewusst. Nein, hast du schon immer gewusst. Dann kommt noch eine zweite Platte. Und dann kommt da so ein Winkel. Und dann kommen so. Ich will jetzt schnell bauen. Ich will gar nicht nachholen. So, dann kommt das. Und dann kommt da sogar ein Blümchen von der Sommernacht. Hätte ich nicht Stern zugemacht und der Wände. Oh, ich kann nicht. Ich kann nicht. Oh, bin ich verkehrt. Mann.
So. Warum? Ach, nee. Etwas an den geht es eben nicht, es darf auch nicht passieren. Ah, okay. Ich denke, ich habe es bestimmt. Das geht noch dreimal. So. Warte. Der ist und der. Naja. So. Da kommt die Nähe dran. Dann kommt der Stuhl. Glaube ich nicht. Stimmt das? So. Oh, so ein schräges Teil. So. Ja, das schaffen wir schon, oder? Drei. Also nicht. So, jetzt wird es bald gesagt. Dann machen wir noch Schieben.
Warte, das sind die falsch. Mit. Haben wir mal Starter? So, und der 3er, 4er, so einen braunen Pfurz. Und für den muss so einen Stab. So einen Pfurz dran machen. Gesagt, jetzt bauen wir eine Lampe. Da ist sogar eine Lampe drin. Am besten wäre, wenn es beleuchtet wäre. Aber ich sage nicht. So. Jetzt natürlich die ultimative Fensterfront. Alaphilipp, er ist heute neue Lieder. Der 99. Tour de France. Nein. Er hat es aber geschafft. So. Oh, jetzt gibt es noch eine coole Verzierung. Schau mal. So. Boah. Das glaube ich nicht. So, so. Das ist einfach cool. So, so. Und dann. Das ist einfach cool. Wenn jetzt dann noch. Daily, wo es nicht mehr geht. Das Daily, wo es nicht mehr geht. Oder wo ich noch nicht gesehen. So, und dann gibt es noch eine kleine Lampe. Wieder ein Gelbes. Und dann in den Keller rein. Und dann wieder so in den. So. Dann haben wir auch noch das Licht. Gut. Und dann gibt es noch ein grosses Ohne drauf. Und dann, oh, die Mastertüre. Jawohl. Ja. So. So, Türe. So, und der. Und dann eins überblättern. Oh, das geht ja gar nicht. So, und dann gibt es ein Vordach. Okay. Braun. So, zwei zusammen. Und dann gibt das da auf die Tür. Cool. Und der. Ja, jetzt geht es eine ultimative. So. So, dann gibt es halt noch die ultimative Verzierung. So, dann haben wir da so. Und
Und der kommt drauf. Ah, der kommt einfach da so das Dach drin. Das passt genau perfekt drauf. Tschu. So, jetzt haben wir das Vordach, eine Tür zum Öffnen. Haben wir so von innen. Seid ihr nicht? Ideal. Ideal. Und jetzt kommt da noch der zweite Bogen. Okay, dann machen wir ein Teil aus. Dann machen wir weg. So. Also die letzte Teil. So. So. Ja, Bogeli vor der Nase, um es öffnen. Könnte man ja nicht. Und dann Nase rund. Was liegt da vorne? Ich meine, ich sehe die Teile. Okay, und das kommt da dran. Cool. Und jetzt wird weitergebaut. So. Jetzt kommen zwei Weisse da drüber. Hebt aber noch gar nicht. Und so ein Schild. Das hebt mal den Bogen. Und der kommt. Zwei weisse Dinge. Die haben auch Verbindungen. Ein bisschen. Ja. Ah, ja, man sollte da vielleicht die Halle hineingehen, dann senkt die Ecke da. Ja, dann ist es ein bisschen gepresst, gut. So ist wieder eingebaut. Dann wollen wir es so umdrehen, oder vielleicht zu euch. Und der. Machen wir da so ein Schild plus so zwei Zierleisten und den machen wir als nächstes kommt der da so und dann haben wir so eine. Boah. Hey, die Sonne triggert mich. So. Und jetzt kommt. Jetzt kommt das, um es später zusammenzubauen. Das heisst, da. Da. Da kommt der Eck. Hey, genau, ein Eck. Ich bin mal selber schnell. Ecke. Da kommt einfach eine lange drüber. Gut. Also gar nicht mehr Teile. Da kommt der Bogen drüber. Plus zwei. Einzel. Da brauchen wir hoffentlich nicht. Aber so, und jetzt hat es noch irgendeinen. So. Es kommt noch eine Laterne. Da haben wir noch so eine Laterne. Ups. So. Und ein Hydrant. Ein Hydrant. Natürlich ein Hydrant. Sagt ihr das nicht? Das ist ein Hydrant. Ein Hydrant. Und dann kommt natürlich noch ein Schild. Und ich finde es immer schön, wenn
Schilder kreativ gebaut werden. Das heisst, so. Das heisst dazu rote Tasse. So, zu rote Tasse. Dann kommt das da einfach da in die Mitte. Genau. Cool. Da hat es dann noch viel Geschmäus dazu und viele Sachen, die wir nicht brauchen. Aber da hat die Idee vom ersten Häuschen. Gut, jetzt geht's weiter mit dem Haus Nummer 2. Teile lassen wir noch hin. So, Haus Nummer 2, jetzt muss ich vorwerfen. Irgendwo in der Mitte stoppen wir da. So, jetzt machen wir schnell einen Schnitt. Ich muss schnell die Lampe prüfen. Drauf los. Eigentlich können wir das machen ohne Ahnung. Ich habe nur das Ding angeschaut. Habe ich gefangen. Aber es ist so gut gemacht. Das etwas über sie. Egal, schau, jetzt haben wir das coole Gelb. Schon cooler Name. Denke ich nicht dabei, wenn wir. Naja. Schau. Hätte ich gesehen, das coole Gelb. Ich nehme es ein bisschen Zeit. Das ist das Grundgerüst und Balkon. Puh! Aber es ist cool, es gibt mehr über Türen. Die Welt braucht Türen, die Kinder brauchen Türen. Aber mein kann nachher nicht rein. Du. So.
4. Liebe Leute, wir haben es nicht verstanden. Das ist ein Balkon mit einem Blumenbeet. Ich kann eigentlich noch beide Seiten aufbauen. Ist das so schwierig gewesen? Und dann lese ich dreimal und mache es dreimal, oder? Aber nein, mach es zwei. So, und jetzt kommt was Cooles. Ja, das machen wir so umgekehrt. Das machen wir so. So. Ach! So. So. Dann machen wir es wieder so wie vorher. Ah, ich bin noch nicht ganz gesund, aber... Trino, das zweimal. Tatsächlich da unten? Okay. Ah, die können wir mit den Mitteln. So. Ich sehe wirklich nicht mehr, aber so, jetzt müssen wir auch schnell bauen. Jetzt wirklich schnell bauen.
Falsch, Boot. So. So. Und jetzt noch ein bisschen Verzierungen. Ich drehe da, also die Kamera nimmt auf, alles gut. Gut. Jetzt, so. Türe hinten, Türe so. Dann noch so eine. So einen Türknauf. Und dann hier draufsetzen. So, 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 so. Dann sechs. Drei. So, und dann nochmal. Drei. So, und jetzt gibt es da noch so eine Gardine. So. So. Schauen, was er macht. Dann mal klären. Dann mal das Bettchen. Noch mal ein schönes Blumenbeetli. Heute noch mal ein schönes Beetli und dann machen wir da. Das machen wir da in die Löcher rein. Jetzt hat man so einen schönen Vorsing. So, und jetzt müssen wir sehen, welche Inneneinrichtung oder keine Ahnung. Jetzt kann man die Inneneinrichtung. Das Hütchen ist eigentlich praktisch fertig, aber. Ah, vielleicht ist ja das noch von dem. Ah, egal. Jetzt kommen wir zu der Innenrichtung. Oh, sind wir schnell, schnell in die Innenrichtung gebaut. So. So, so, so. Ich habe keine Ahnung, wie man kocht. Ich habe keine Ahnung, wie man backt. So. Ich werde so hardcore geblendet. Sehen Sie sich. Oh. Krass. So, jetzt wird es lustig. So. Gehen wir so durchsichtig stehen. Und dann.
So, so good. Uwe? Dann kommt so 3. Dann kommt so ein Zähler. Und dann so eine Attrappe. Hä? Verstehe ich, dass das ist. Verstehe ich wirklich nicht, was das ist. Kann ich es selber erklären? Was ist das? Sieht cool aus, aber. Hör schon? Hä? Das war das Becky. Das sind zwei Herd, da ist eine Pfanne, Kühlschrank. Aha, Backofen! Eieiei, so, jetzt müssen wir es einbauen da. Das ist hier Jäcke. Und hier Jäcke, zeigt er. So. Ich habe an dieser falschen Stelle über etwas gemacht. Ich habe eine schöne künstliche Pflanze. Gut. Und dann kommt noch. Schmiede das etwas? Ne? Schaffen wir das? So. So. Zwei braune Beine. So, das Käkeli oben. Zwei Dinge vorne dran. Ein Brunnen drauf. Und das ist zwei. So, seht ihr, das ist jetzt der erste Stock. Okay, sorry. Ich stelle da jetzt selber Bau. So, und jetzt, bevor die Kamera Akku leer ist, machen wir jetzt weiter. Mit Nummer 3. Nummer. Oh, Hilfe. Nummer 3. Und dann geht es eine Pause. So, Nummer 3. Nummer 3 ist die Dachterrasse. Cool. Die haben wir schnell fertig, aber wir werden es sehen. So. Was sind das so für Teile drin? Gut, also eine neue Figur. Das ist ein Kind. Eine Kurzfigur. Gut. Da. Super. Jetzt geht's los. Bauen. Schnell bauen. Schnell bauen. Wie der Wind. Wie der Wind. Ah, das sind zwei. Ah, okay. Alles klar. Man müsste einfach genau schauen, wenn man sieht, dass es zwei so weiße Papageien gibt. Cool. So. Jetzt.
Spannen eben als fertig. Dann gibt es eine kleine Pause. So, ja. Du bist zuerst nicht sicher, ob du es richtig gemacht hast. Und du siehst aber auf dem nächsten. Ah, doch. Das Vierer. Jetzt denke ich so. Nein. Wir gehen die Dinger immer so ab. Wieso? Jetzt geht wenn so grosse Teile sind, ich sie nicht sehe, denke ich immer. So, Terrasse ist fast fertig. Nein, es sind nur zwei Teile drauf und nur vor allem, was ich los.
Das sind verzierbare. Das sind keine echten. Das sind Zierpapageien. Wie schade. So, jetzt innen. Jetzt kommt der innen aus. Jetzt haben wir orange. Dann ist grün. Vorne dran so. Zwei Pflanzen mehr aneinander. Oder auch nicht. Ja, das sieht gut aus. So. Gut, und dann noch. Ah, und dann kommt noch eine Heckenschere. Einfach da weg. Cool. Eine Heckenschere. Das heisst, das hier. Dort sozusagen. Das abschliessen. So, und jetzt kommt noch die Veranda. Veranda. Die Veranda. Töre, 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 töre. Ich war noch immer. Ah, das ist Gärtli oder so irgendwie. Ah, okay. Egal. Ist ja mal cool. Jetzt haben wir viel grösser. So. Gibt es da noch einen Bogen und dann gibt es noch ein Ding. Da gibt es einen Schreck. Oh, das ist ja mega cool. Das ist schneller. Vielleicht kommt dann auch doch etwas. So. Es hat fast keine Teile mehr. Ich sage, dass es so ist, was für Teile hin ist. Hey, wenn ich Teile suche, kannst du sicher sein. Ja, wieso nicht? Wieso nicht das Teil nicht machen? Das ist cool, so zwei Gartentisch und dann machen wir noch ein Schachbrett. Sozusagen. Weiß. Blau. Auf eine weisse Ecke kommt natürlich ein Croissant.
sehr cool. So, Menü. Menüplan. Natürlich der Menüplan. Natürlich hinten im Restaurant aufgehängt. So wie sich's gehört. Dann kommt da natürlich ein Haken. Schon exquisit. Und dann bauen wir natürlich noch einen Baum. Ist natürlich klar, ein Baum. Ein riesen Baum. Ein unglaublicher Baum. Ein Larp de l'Est. So, dann sollen wir es drehen. Oh, da sind die zwei Dinger. Das komme ich nicht ganz. Also. So. Also wenn das die zwei Dinger. Jetzt will er. Das ist auf dem zweiten. So, ist auf dem zweiten das. So. Der Ecke auf der. Und der auf der. So, gut. Ich habe es geschafft. Nicht ganz einfach, aber. So, und der. Bitte haben wir hier. Cool. So, und der kommt noch, den machen wir noch eine Möwe. So cool. Eine Möwe. Oder ein Vogel, oder weiß ich. Den bauen wir noch einen Vogel. So. Und der Vogel, den machen wir wieder verwohnen, der Vogel, der ist der. Da hockt er immer so in der Mitte. Seid ihr cool, das ist ein cooler Außenplatz im Restaurant. Der kommt noch irgendwie so eine. Oh, das ist ganz kompliziert. So ein Ständerautomat. Oh. Da haben wir so eine Kurve. Und jetzt wird es witzig. Wisst ihr, was das ist? Könnt ihr es in den Kommentaren schreiben? Wisst ihr, was das ist? So.
Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist lustig. So, jetzt machen wir noch einen Blumentopf. 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 Dann machen wir noch einen Blumentopf. Ein Blumentopf. Oh, biege die Dinger hin. Gut. Und dann kommt der da, sagt er. Da die Türe sieht, kommt der Platz. Da ist es nicht. So. So, dann haben wir. Könnte das ein Hund sein? Ach, das ist ein Hund. Schon mal. So, und jetzt kleine Pause und dann geht es weiter mit Abschnitt Nummer 4. So, liebe Leute, es geht weiter mit Abschnitt Nummer 4. Jetzt machen wir noch die vorigen Teile weg. Haben wir noch Schere und weiss noch was. Alles cool. So, Abschnitt Nummer 4. Das ist der Stümpel. Es gibt einfach so viel Plastik. Einfach so viel Plastik. Aber ich liebe viel Durchsichtig, so Scheiben, Türen. Alles gut. So, und jetzt ist Vollgas drauf losgebracht. So, die erste Figur. Ein Mannsgürtel. Mit alten Haar. Also. So. Schnell zur Fräsung her. Und da rein. So. So, Nummer 4. Ah, jetzt kommt Schwarz. Ihr wisst ja schon lang. Ich weiß nicht, ich suche Teile, die ich gar nicht suche. Ich weiß nicht, wieso ich so Teile suche. Ich habe schon alles gebaut und dann frage ich mich, wieso verliere ich so viel Zeit, weil ich einfach die Übersicht verloren habe.
bin mir sicher. Du kannst jetzt eine Seite machen. So etwas kann ich jetzt wirklich eine Seite machen. Aber, ja. Jetzt, das ist speziell. Da hat jetzt so ein Deko-Element. Aber so, jetzt, jetzt kommt der Automat. So, da haben wir eine Klappe, da haben wir eine Box. Da haben wir $100. $100 in der Box. Das finde ich interessant. Jetzt kannst du wieder alles auf eine Spur. Wenn du nicht den falsch machst. So. Mit der Bucke mitgehocken. So. Manchmal habe ich das Gefühl, ohne Ahnung, was ich mache. Aber was ich da so cool finde, ist, wenn man Sachen missbraucht. Schaut mal, da nicht mehr. Das glaubst du nicht? Ich müsste ihn einfach noch sehen. Da. Da nicht mehr als Abdeckung ein Stuhl. Das ist doch cool. Ein Stuhl als Bankomat-Abdeckung. Das ist aber herrlich. Das nennt man kreativ. Also Lego hat schon noch kreative Leute, aber ich habe mich noch manchmal im Monat gesehen. So. Jetzt habe ich ihn nicht gebracht. So, jetzt kommt der
die grosse Glosscheibe vorne. Ja. Bravo. Einmal drin. Oh, okay. Und der, oh, 2x4. Okay, anders. Und das Ding gewinnen. Interessant. Und jetzt, oh, jetzt gibt es eine komplizierte Konstruktion. Jetzt gibt es wieder so eine. Eine Dekorationskonstruktion. Also schaut jetzt. Orange. Gelb. Gelb. Da ist noch nicht orange. Zwischen den. Und dann gehen wir so zwei graue vorne dran. So schräge. So, und das kommt dann genau so drauf. Ne? Cool. Und dann gibt es noch irgendwie hier. Und die Dinger hier auch noch brauchen. Gibt es noch irgendwie so ein Schild oder so? So vorne dran. Heißt das? Das hat 6er Schnitt. Okay. So. Und jetzt zur Stabilisierung. Ah, da kommt ich noch lenken. So, und jetzt zur Stabilisierung kommt dann ein 4er. Dann ein 6er. Und ein. Ah, und da war ein Ding, das sind oben geht. Und da auch noch ein 6er. Dann noch ein 1er. Dann noch ein 6er. Cool. So. Jetzt geht es weiter und jetzt kommt der normale Abschluss, um es nachher zu verbinden. So, 3er. So, und jetzt seid ihr das gesehen, das ist fast fertig und jetzt kommt noch ein bisschen in die Richtung. Oder Ausseinrichtung, oder Aquarium, oder weiss ich nicht, was bauen wir jetzt? Aquarium. Genau, wir bauen ein Aquarium. Oh, ist das cool. Wir bauen ein Aquarium. Ah. Da, Fisch. Der arme Fischi. Der arme Fischi. Der hat ja fast geplatzt. Also, versteht mich nicht falsch, aber das ist Quälerei. Das ist Tierquälerei. Der Fisch kommt nicht vorwärts. My own creation. Ta-ta. Ta-ta-ra-ta.
So ah, das ist ein Papagei. Geil, ein Papagei. Juhu. Oder ein Kakadu, oder? Ja, ich weiß nicht. Das ist ein Zoogeschäft. Jetzt kommt etwas ganz Lustiges. Keine Ahnung, was das heißt. Das ist ein Müsli. Okay, das ist ein Müsli. Das ist ein Müsli. Ja, das ist ein Müsli. Da kommt eine Käse. Ich verstehe das trotzdem nicht. Und jetzt wird es dunkler, aber die Beleuchtung sollte echt okay sein. Ich sehe noch nicht mehr. Vorher hat mich so angeschwungen, aber auf dem Video sehen wir noch nur alle Fußfetischisten. So. Vorher ist er nicht irgendwie mit der Stütze. Gut. Das ist Kasse. Irgendwie. Und jetzt machen wir noch Schildli. Schön. So Augen. So. Nochmal so. So, ich sehe Figürli. Kommt da vorne dran. Ist cool. Bisschen witzig. So, jetzt geht's mal. Klappmechanismen.
So. Ah, da drinnen hat es ein Bälleli. Bälleli und Knöcheli. Und Knöcheli. Und Knöcheli. So. Im Sonderangebot. Seit das ist der Laden. So, das ist noch schieben, das noch nicht. Darüber. Gut, und dann der Laden. Und dann kommt das. Ah, das kommt. Da zieht er. Juhu. So. Cool. So, jetzt geht's weiter. Hä? Ah, Teile vergessen. Oh. Aquarium dich. Ha! Ja, da Aquarium dich. Na ja, kann passieren. Ah, na ja. Juhu! Und jetzt. Geht's weiter mit Nummer 6. Zwei Etagen. Das ist wieder viel cooles. So, ist natürlich wieder klar, wenn wir zusammenbauen. Es wird einfach so zweimal 4x12 zweimal binden und einfach Vollgas. Vollgas. Alles geben wir Vollgas. So. Juhu, und der schon wieder. Es wird immer synchron gebaut. Dann haben wir da zwei Sechser. Weißt du, was jetzt cool ist? Das ist mega grosse. Aber jetzt. Ich schon. Jetzt kommt ein Problem. Ich brauche ein Spezialteil. Ich sehe es nicht. Ich blöd. Es war versteckt. Wie etwa immer. Alles parat so. Durchsichtig. My own creation.
Wie unterscheiden wir Braun von Braun von Braun? Dann haben wir einfach mit Braun geschafft. So. Gut. Und jetzt wollte ich mich fertig machen. Jetzt kommt etwas. Also einfach überprüfen, wie sich die Teilung. Stehst du einfach drauf, ne? Also es hebt. Ah! Clever, das ist ihn. Das ist noch ein Spiel, das ist noch zum Spielen. Hey, das glaube ich nicht. That's the Spiel. Das ist zum Spielen. Wer hätte das gedacht? So. Okay, cool. Dann jetzt umdrehen, jetzt bauen wir die Innenrichtung. Jetzt bauen wir den Kaffee. So, das heisst. So, zwei Säule. Wenn wir einen Sechser. Ouch. Das ist nur der...
Gut. Cool. Jetzt kommt Tisch. So etwas Ähnliches. Ne? Oh, jetzt wird es kompliziert. So, rot, schwarz, braun. Schwarz und gelb. Dann noch schwarz hinter der Ruhe. So, ein schwarzes Gitter vorne dran, das kommt da gegen den Bücher. Ah, das sind Bücher also. Ah, so. Sie geht weiter, da kommt oben drauf der Fernseher. Racing GT. Und wieder mal ein Blumentopf. Ohne. So, da stellt man noch die dritte. Gut. Jetzt kommt das Logo. Das unter auf die Seite. So, jetzt. Oh. Ein Kaffeetasse. Ein Tasse. Und jetzt, jetzt kommt natürlich noch die Strassenampel.
Genau, die wollen wir alle machen. So. Da ist natürlich dreimal Katastrophe. Wieso das Gelb mit. Ja, egal. Das Gelb ist ein Knopf. Und dann geht es um den Deckel. Das heißt, das ist die Ampel. Und dann geht es um den Deckel. Gleichzeitig kommt da in die Seite. Das habe ich gar nicht. Und das da dran. Und jetzt seht ihr, da haben wir eine Ampel. Und das Kaffee gehört ein bisschen. Und jetzt haben wir ein paar fertige Teile. Und jetzt kommen wir zum letzten Häuschen. Zum sechsten. Und da haben wir sogar eine moderne Solaranlage. Cool. Und das kein Aufkleber, oder? Es ist eine gebaute Solaranlage. Cool. Eine gebaute Solaranlage. Wow. Hey, Lego ist modern geworden. Ah. Okay, und los geht's. Ah, das sind zwei Sachen. Aber ja, das eine ist Solar, das andere ist. So. Gut. Fangen wir wieder an mit typisch, oder? Zwei Blatt zusammenbringen. Ja, keine Ahnung. Das Ganze für dich, aber was cool ist. Haben wir das gebaut? Das ist so cool. Doch. Schade, dass es nur zwei Figuren hat. Aber.
Zwei wäre zu viel verlangt. Wahrscheinlich Teile suchen. Das sieht so eklig aus. Ich muss mich fragen, wieso sehe ich nur einen Stein, der zweite. Ich sehe immer nur einen und keinen zweiten. So. Türe. Türio. Ich muss jetzt gleich raus, sonst kommt schon nicht hin. Ah. Ey, ey, ey. Ui, ui. Natürlich Smartphone. Natürlich nicht immer noch im Bett, oder? Sogar eine Beleuchtung. Geht da eine Nachtlampe und Beleuchtung und. Ja. So. Die Dinge werde ich glaube noch hundertmal berühren. Eieiei. So, noch ein bisschen weglegen. Jetzt bauen wir weiter. Für ja. Ah. Brun, 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 brun.
So. So, normal. Ouch. So, they come to our dear one, you know. Ei. Wirklich mies. Und jetzt kommt natürlich wieder das gleiche wie vorher. Das habe ich grau hier, rot. Natürlich eine rote Schale. Die Aufnahme auf, das kriege ich nicht so gut, aber... So, jetzt haben wir hier wieder eine Jalousie. Und die werden wir wie vorher auch schon wieder oben decken. Jetzt kann man auch nicht rausgehen. Dann kann man auch schieben. Und. Eieiei. Dann haben wir Jalousie und dann kann man das hin und her schieben. So. Dann wird es weiterbauen. Dann wir fertig machen. So. Wir sollen noch ein Noslämpchen bauen. Außenbeleuchtung. Da Außenbeleuchtung schon sehen. So. Und dann kommt wieder das, dass es modular ist. Und ich rühre. Ich die Pflanzen noch umrühren, ich glaube. So, jetzt kommt noch irgendwie so eine Strassenbeleuchtung. Und ein und ein Klima, ein gleichzeitiger Klimaanlage. Ja, kann man machen. Das heisst, es braucht hier das Bindungsteil, Propeller, der reinkommt. Kommt ein weisses drauf. Kein Weilspiel. Das finde ich immer nie.
Sterne. So, so, wieder ist. So, so. 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 Genau. Es così il clima, eh? Aber ich will jetzt beweglich finden. Ja. Gut, das haben wir. Schlafzimmer, Balkon, alles schon. Jetzt kommt das Dach. Jetzt müssen wir jetzt nachher schlafen. Das ist ganz, ganz simpel. So, das kommt da drauf. Und alle, die das Video bis dahin geschaut haben, und jetzt noch Info vorbei. Ja. Das Wasserlauf-Video kommt bald. Also spätestens Ende Februar ist fertig. Aber alles spätestens, weil sonst... Sonst weiss ich wirklich nicht Liebe Leute, liebe Leute, liebe Leute. Ach. Nein. Ich sehe etwas im Wasser. Ich habe einfach gebaut. Jetzt kommt. Coole. Entschuldigung. Solaranlage. Solar. Da hat sich mal wieder einer etwas einfallen lassen. Die kann man in die Sonne stellen. Und jetzt, jetzt haben wir noch die Dachkonstruktion. So, das ist moderne Solaranlage, ich muss sie gar nicht richtig in die Sonne stellen. Alles top modern. Aber jetzt haben wir hier die Verbinderli an wieder. Jetzt hat es ein Teil zu wenig. Ah, nein, da liegt es. Das ist ja da typisch David. So. Und. Das ist natürlich alles falsche Baurichtung.
Da machen wir natürlich. So. Holzlook. Wie sagt man das? Einheitlich schieben. So, das ist so Veranda Holzlook mit Ding. Und das kommt natürlich über den Balkon. Das kommt nachher so da drauf. Tschiu! Ist das cool. Und jetzt sagt er, kommt das da, da drauf. Und dann haben wir genau das, ein 3 in 1 Haus. Und jetzt müssen wir irgendetwas noch bauen. Da noch ein bisschen rauf, sagt er. So, und jetzt kommt mein Fazit. Es ist ein Sturm, es ist keine Ahnung. So. So, und jetzt kommt noch mein Fazit. Cool bietet Lego. Wieder so ein Haus an. Einfach ein Haus. Und zur Stabilisierung am Schluss kann man die zwei Häuser hier oben noch verbinden. Ja, wie cool. So und so. Ja, wie cool. Jetzt haben wir gleichzeitig selbst noch Regen ab. So, mein Fazit. Sehr schön gemacht, mit einem Stamm vorne dran, mit Blumentöpfchen, mit einer Ampel. Ja, und das Innenleben ist grandios zum Spielen. Also ich würde das für vor allem für Kinder und so sehr empfehlen. Und ja, ich habe Spass gehabt. MV Over and Alt und ein schönes Teil. Thank you.